Januar 2023. Im Gepäck ganz viele Ideen, vor allem für viele neue Produkte und Projekte. Ich bin losgerannt und wollte die Welt verbessern. Aber ich wurde immer wieder ausgebremst. Irgendwann ging mir die Puste aus. Aber davon habe ich mich nicht abbringen lassen. Ich habe neue Energie gesammelt, alles etwas umstrukturiert und weitergemacht. Ich bin losgerannt, wollte Projekte wie den Adventskalender retten und erneut sind mir Steine in den Weg gerollt, die so groß waren. Ich mit voller Wucht gefallen bin. Der Aufprall war so hart, dass ich überlegen musste, den Adventskalender zu canceln. Aber erst einmal durchatmen, in Ruhe aufstehen, überlegen, was man machen kann, Lösungen finden. Und genau das habe ich gemacht. Ich habe mich umgedreht und bin weitergegangen. Habe wieder Fahrt aufgenommen. Aber stopp! Ich musste mich sammeln. Fokussieren und neu ausrichten. Das hat dazu geführt, dass der Adventskalender dieses Jahr nicht wie geplant stattfinden kann. Aber canceln? Nein. Ich habe mir also eine Lösung überlegt. Weitergegangen, musste auch manchmal rückwärts gehen. Und manchmal liegt genau dort die Lösung.
dass dieses Jahr alles etwas anders wird, das habe ich ja bereits angekündigt. Vor vielen Monaten habe ich mal ein Statement-Video veröffentlicht und ein bisschen einen Blick hinter die Kulissen gegeben, was hier dieses Jahr so abgeht. Und ja, dass alles nicht so läuft wie gedacht. Unter anderem mit dem Adventskalender. Aber bevor ich das Ganze alles komplett gecancelt hätte, habe ich mich dazu entschieden, diesen auf jeden Fall zu machen. Nur, ich will nicht sagen in einer abgespeckteren Variante, sondern einfach mit dem Design, was es schon einmal gegeben hat. Das ist ja der Kalender aus 2021 und dieses Design habt ihr richtig gefeiert. Ihr habt es geliebt. Von daher habe ich mich dazu entschieden, dieses einfach noch einmal zu nehmen, anstatt zu sagen, es gibt gar keinen Adventskalender, denn am Ende geht es ja auch um den Inhalt. Aber es muss halt auch ein bisschen schön anzusehen sein, ne? Ich fand einfach auch selbst das Kraftpapier in Kombination mit dem Gold und einfach, ja, das ist schon sehr edel und man kann es sich, wenn man 2021 schon dabei gewesen ist, auch gerne nochmal ein zweites Mal hinstellen. Aber das ist nicht das Einzige, denn ich habe auch so ein bisschen was aus dem Kalender im letzten Jahr dazu genommen. Das heißt, 2021 hat er die 1 hinten, 2022 hat die 2 hinten, 1 plus 2 macht 3, wir haben 2023, man kann es ja irgendwie so sagen, habe ich die Kombination aus beiden Jahren gebildet. Außen seht ihr 2021 und innen kommt kein weißes Türchen zum Vorschein, wie es im ersten Jahr gewesen ist, sondern ich habe mir die Farben nochmal aufgenommen vom letzten Jahr und da war es ja so, dass hinter jedem Türchen eine Affirmation gesteckt hat. Affirmationen sind ja positive Sätze, die man sich sagen kann und man sein Gedankenmuster einfach so ein bisschen beeinflussen kann und das heißt, wir können einfach gemeinsam über die Adventszeit uns mit ein bisschen positiveren Gedanken beeinflussen lassen, um mal ein Beispiel zu geben. Im letzten Jahr waren zum Beispiel so Affirmationen dabei wie alles beginnt im richtigen Moment. Heute träume ich groß. Jeder Moment ist genau der richtige, um anzufangen. Und so weiter und so weiter. Und dazu habe ich einfach so viel positives Feedback bekommen. Und ihr habt mir auch schon geschrieben, ob es das dieses Jahr auch wieder gibt. Und das gibt es wieder. Das heißt, es sind Affirmationen, Sprüche, Denkanstöße, Weisheiten, alles sowas in den Türchen drin. Das heißt, ihr habt nicht nur ein physisches Produkt im Kalender, sondern auch eine Affirmation. Und zusätzlich, aber noch, gibt es diesmal einen QR-Code. Das heißt, ihr macht das Türchen auf und könnt euch dann ganz easy einfach mit eurem Handy da den QR-Code einscannen und gelangt auf meinen Blog. Ich werde nämlich dieses Jahr jeden Tag einen Blogartikel veröffentlichen, wo es einmal ein Unboxing gibt und dort werde ich dann das Produkt, was im Kalender drin ist, genau vorstellen und auch Anwendungsbeispiele zeigen. Das heißt, der Blogbeitrag geht immer ganz pünktlich online und diejenigen, die das schon wissen wollen, was man damit machen kann und die Idee sehen wollen, die können dann den QR-Code einscannen und sich da belesen und weiterschauen. Und alle diejenigen, die vielleicht sich gegen den Kalender entscheiden, die haben aber auch die Möglichkeit, dann den Blogbeitrag anzuschauen. Insgesamt ist es einfach so, dass man nicht gespoilert wird. Man muss aktiv dort drauf schauen, um zu sehen, was da drin ist und was man damit machen kann. Aber ich werde natürlich auch auf Instagram wieder, wie letztes Jahr, jeden Tag ein Unboxing machen und eine Idee, mindestens eine Idee veröffentlichen. Einfach zu jedem Tag dann zeigen, was man damit machen kann. Es ist natürlich wieder so, dass man alles super miteinander kombinieren kann. Aber dazu komme ich gleich nochmal. Denn ich will nochmal kurz erzählen, was euch noch erwartet, wo ihr das noch anschauen könnt. Und zwar, wenn ihr nicht auf Instagram seid, habt ihr auch die Möglichkeit, ja, dann auf YouTube vorbeizuschauen. Denn ich werde ebenfalls dort ein Unboxing machen und verschiedene Anwendungsbeispiele zeigen. So habt ihr einfach die Möglichkeit, viele verschiedene Medien zu nutzen und viele Ideen zu bekommen, was man damit machen kann. Ihr könnt natürlich genauso gut jetzt schon mal auf meinem Blog schauen und die Blogbeiträge vom letzten Jahr lesen, denn da habe ich auch zu jedem Tag einen Blogbeitrag veröffentlicht, wo es dann ein Unboxing gab und Anwendungsbeispiele. Es kommt natürlich darauf an, was im Kalender drin ist. Ich werde natürlich immer die Produkte genau beschreiben. Manchmal gibt es vielleicht ein bisschen mehr dazu zu sagen und manchmal weiß man einfach schon Bescheid. Vom Inhalt her ist es so, dass es ist ja ein Weihnachtskalender, aber es werden nicht nur weihnachtliche Dinge drin sein, denn das wird sich ganz oft von euch gewünscht, dass man nicht nur zu Weihnachten mit den Sachen basteln kann und das habe ich ja schon immer so gemacht und finde ich auch wichtig, dass man das ganze Jahr über die Sachen verwenden kann. Und dieses Jahr muss ich sagen, ich will nicht sagen, dass die Außenhülle
nicht toll ist. Ich liebe sie immer noch wirklich wie vor 2 Jahren. Aber der Inhalt, da habe ich mir so viel Mühe extra dieses Jahr gegeben. Ist die letzten Jahre natürlich auch. Aber ich denke, ich habe nochmal eins draufgesetzt. Und der Inhalt ist so gut miteinander abgestimmt. Man kann die Sachen einzeln verwenden. Aber so viele Sachen auch sehr gut miteinander kombinieren. Da habe ich mir wirklich Gedanken gemacht, dass das am Ende alles so aufgeht. Ich fasse es mal so zusammen. Die Sachen kann man einzeln verwenden. Man kann sie kombinieren. Eigentlich kann man so gut wie alles miteinander kombinieren, was da drin ist. Man kann sie speziell zu Weihnachten einsetzen. So, wie soll man das beschreiben? Man kann es weihnachtlich aussehen lassen. Und wenn Weihnachten vorbei ist, dann nimmt man es einfach für eine andere Saison, für andere Anlässe. Und es sieht gar nicht mehr weihnachtlich aus. Das ist gar nicht so einfach gewesen, aber der Großteil ist genau so. Ich bin gespannt, was ihr auf jeden Fall sagen werdet. Ich bitte euch natürlich hier auf jeden Fall, macht ihn nicht vorher auf. Lasst es uns gemeinsam zelebrieren. Ich habe auf Instagram die letzten Jahre immer viele Nachrichten bekommen, dass ihr wirklich, also manche konnten das gar nicht aushalten, haben bis 0 Uhr gewartet und dann das Türchen aufgemacht oder dann einfach früh sich einen Kaffee gekocht und ganz in Ruhe das Kalendertürchen aufgemacht und natürlich sich an dem Produkt erfreut und vielleicht schon ein paar Ideen gehabt und natürlich dann die Affirmation gelesen und verinnerlicht und sich vielleicht Gedanken dazu gemacht und bewusst einfach mal darüber nachgedacht. Ich werde natürlich nicht verraten, was im Kalender drin ist, nur so viel schon mal als kleiner Teaser. Der Großteil wird natürlich Stempel sein. Es gibt Motivstempel, wirklich viele Motivstempel, so viele wie es noch nie im Adventskalender gegeben hat. Und es gibt Sondereditions. Und Sondereditions sind ja diese speziellen Hölzer. Wenn ihr mir schon eine Weile folgt, wisst ihr, die sind einfach wunderschön anzufassen, die sehen wunderschön aus und das sind Motive, die wird es definitiv so im Shop nicht geben. Das heißt, sie sind ganz speziell nur für den Adventskalender. Das Special gibt es ja für Maddie Box und den Adventskalender. Das ist einfach die Besonderheit an der Sache. Des Weiteren gibt es auch Mini-Stempel. Das heißt, wir haben alle Stempelarten und Größen irgendwie abgedeckt und können die dann schön miteinander kombinieren. Aber damit man natürlich die Sachen auch schön gestalten kann, braucht man noch ein paar Add-ons dazu. Das heißt, zu den Stempeln gibt es auch noch ein paar Materialien und ich sag mal Zubehörmaterialien, gibt es auch noch ein paar Türchen, die andere Materialien beinhalten. Aber so viel sei schon mal gesagt, das ist leider wie in den letzten Jahren auch, es wird kein Stempelkissen drin sein. Denn in dieser Menge bekomme ich einfach die Stempelkissen nicht. Und ich habe mir da aber dafür andere schöne Sachen einfallen lassen, die was mit Farbe zu tun haben. Ich empfehle aber hier, schaut doch, wenn ihr noch nicht gut ausgestattet seid, einfach im Shop nochmal ein bisschen nach Stempelkissen. Ganz egal, welche Stempelkissen ihr nehmt, nehmt einfach die Farben, die euch gut gefallen. Und es gibt 2 Produkte dieses Jahr, die es schon in meinem Shop gibt. Das war die letzten Jahre nicht so, das war alles komplett neu. Aber dieses Jahr habe ich mich dazu entschieden, wie sagt man das am besten, um nichts zu verraten, dass diese Technik Weihnachten auf jeden Fall mit eingesetzt werden muss. Es ist nicht schlimm, wenn ihr das schon habt, denn es verbraucht sich. Man kann davon nicht genug haben, sage ich euch. Also wie gesagt, 2 Produkte davon gibt es in meinem Shop und der Rest ist komplett neu. Dieses Jahr werde ich auf meiner Webseite, also auf der Landingpage vom Adventskalender, einen Link setzen, wo diejenigen, die unbedingt wissen wollen, was drin ist, schon mal sehen können, was in welcher Menge enthalten ist. Ich werde das nicht auf meine Webseite schreiben, denn ich habe mal eine Umfrage gemacht und da wurde wirklich zahlreich abgestimmt. Das hat sich ungefähr die Waage gehalten und von daher habe ich mich entschieden, diejenigen, die sich komplett überraschen lassen wollen, müssen da nicht draufklicken und werden auch sonst nicht irgendwo verleitet, sich da zu informieren. Und diejenigen, die es unbedingt vorher wissen möchten, die können da einfach nachschauen. Da erzähle ich quasi, wie viele Motivstempel sind drin, wie viele Sondereditions, wie viele Mini-Stempel und wie viele von den anderen Materialien. Und wer die letzten Jahre schon mit dabei gewesen ist, weiß Bescheid. Der Kalender hat 24 Türchen und beim Merry Christmas Kalender gibt es ein 25. Türchen. Das heißt, hier unten gibt es einen QR-Code, den könnt ihr am 25.12. einscannen und dann gibt es da noch ein digitales Türchen. Das habe ich die letzten Jahre auch schon so gemacht und ich finde einfach, es ist immer so schade, wenn am 24. alles vorbei ist. Und von daher dachte ich mir, am 25. können wir doch da nochmal eine Kleinigkeit machen, ne? Des Weiteren ist es auch wie in den letzten Jahren so. Also erst einmal hat er hier wieder so die halbrunde Form. Und er ist aufgebaut wie ein Haus. Das heißt,
Es ist ein Haus, worin die Schafe wohnen. Ein paar von euch wissen Bescheid, die den Kalender schon mal hatten. Und alle, die noch nicht dabei gewesen sind, die können sich auf jeden Fall freuen. Er ist wirklich ein Hingucker. Also man hat hier dieses Haus und kann in die Fenster reinschauen. Und dann sieht man auch überall, dass da die Schafe wohnen. Das heißt, hier spielt eins Klavier, hier liegt schon mal eins im Bett. Und hier macht eins Sport, eins chillt auf der Couch ab. Und also es gibt überall so viele Kleinigkeiten zu entdecken. Ihr könnt euch bei jedem Türchen nochmal kleine Details anschauen. Und ich habe es auch so gemacht, dass ich die Zahlen in das Design vom Kalender integriert habe. Das heißt, es fällt gar nicht auf Anhieb so stark auf, sondern man muss schon ein bisschen gucken, wo sich die Zahlen befinden. Hier zum Beispiel gibt es eine Lampe, da ist die 10 mit drin. Oder hier drüben zum Beispiel in dem Kronleuchter, da ist die 8 mit drin. Und ja, im Bilderrahmen oder überall auf der kleinen Kettlebell hier steht eine Zahl mit drauf oder hier so verschiedene Bilderrahmen. Da gibt es immer was zu entdecken. Ich finde, es ist auch schön, wenn man auch als Erwachsener so ein bisschen spielen kann, sage ich mal. Und ja, die Zahlen einfach suchen muss. Das macht das Ganze noch ein bisschen aufregender und nur noch mal zwei kleine Worte zu dem Inlay des Kalenders. Das heißt, es ist ja das Teil, wo die Produkte drin sind, was in dem Kalender drin ist. Es besteht ja nicht aus einem Teil, sondern ihr könnt es anschließend auch auseinandernehmen. Und dieses Teil ist so ein Faserformteil. Das ist sowas ähnliches wie die kleinen Anzuchtstöpfchen, wo ihr dann im Frühjahr zum Beispiel Pflanzen anpflanzen könnt. Und alle diejenigen, die in den letzten Jahren schon dabei gewesen sind, wissen Bescheid. Und ich habe auch in den letzten Jahren schon tolle Bilder bekommen, was ihr damit gemacht habt und dass ihr es wirklich genutzt habt. Das freut mich sehr. Aber für all diejenigen, die jetzt hier zum ersten Mal dabei sind. Also mir ist Nachhaltigkeit super wichtig. Das heißt, der Kalender ist komplett plastikfrei und kann anschließend wiederverwendet werden. Ihr könnt da, wie gesagt, kleine Pflanzen reinpflanzen oder als Aufbewahrungsbox nehmen oder manche haben es auch als Spielzeug für ihre Katzen verwendet und da kleine Leckerlis drin versteckt. Also da gibt es wirklich viele Möglichkeiten und ansonsten, wer einfach nichts damit anfangen kann, kann es ja auch einfach ins Altpapier geben. Auf der Landingpage vom Adventskalender, da habe ich auch nochmal Materialien aufgelistet, die ich dir dazu empfehle. Das heißt, du kannst schauen, was du davon vielleicht schon da hast oder ähnliches da hast oder was du vielleicht noch mit dazu bestellen möchtest. Ich habe auf jeden Fall empfehlenswerte Produkte dazu getan und optionale. Das heißt, bei den optionalen gibt es zum Beispiel sowas wie die Stempelhilfen, denn damit lassen sich die Sachen wirklich leichter einsetzen. Denn die Stempelhilfen sind wirklich eine Erleichterung und man kann wirklich sehr leicht verschiedene Techniken einsetzen und hat eigentlich immer ein gutes Ergebnis. Außerdem habe ich sowas wie Aufbewahrungsboxen für Motivstempel, für Ministempel und für die Sondereditions. Denn zum Beispiel die Aufbewahrungen sind so, dass du gleich oben sehen kannst, was für ein Motiv drin ist. Und das bedeutet, du hast einfach alles ordentlich eingeräumt und eine gute Übersicht deiner ganzen Sachen. Und nochmal ein kleiner wichtiger Hinweis für alle diejenigen, die seit Anfang an dabei sind. Erst einmal, ich danke euch von Herzen. Und wenn ihr eine Aufbewahrungsbox für die Sonderedition habt, dann ist jetzt der Moment, wenn ihr alles habt, quasi alle Mailboxen und Adventskalender, dass ihr eine neue Box nachbestellen müsstet, denn die Box wird mit diesem Kalender auf jeden Fall voll werden. Der Adventskalender wird dieses Jahr wieder einen Vorverkaufspreis haben. Das heißt, ihr habt bis zum 31.10. die Möglichkeit, ihn 5 Euro günstiger zu kaufen, als der reguläre Preis ist. Der Startpreis liegt bei 109,90 Euro und dann ab dem 1.11. kostet er 114,90 Euro. Der Warenwert vom Kalender ist auf jeden Fall höher als das, was ihr bezahlt. Und durch die Sondereditions ist es ja eh irgendwie unbezahlbar, sage ich mal. Denn die wird es ja so in dieser Form nicht geben. Und dieses Jahr habe ich mir wirklich wieder richtig schicke Sachen einfallen lassen. Und nochmal ein kleiner Tipp, denn Anfang November erscheint ja die neue Medibox, die Winter Edition. Und wenn ihr Interesse an Medibox habt, könnt ihr natürlich auch beides zusammen bestellen. Das heißt, es wird aber auch beides erst zusammen versendet. Die Kalender sind schon bestückt, aber durch die Menge der Kalender ist es so, dass wir es nicht schaffen, alles mit einmal zu versenden, sondern das heißt, der Kalender ist vorbestellbar und offiziell versenden wir dann ab Anfang November. Das heißt, es ist also noch genügend Zeit. Das kommt auf jeden Fall rechtzeitig dann bei euch zu Hause an. Und ja, so könnt ihr dann zum Beispiel beides kombinieren und spart auch so nochmal Versandkosten. Ja, dieses Jahr ist es so, dass die Adventskalender alle bereits fertig bestückt sind. Wir hatten da im September eine große Aktion, um alle zu bestücken. Und darauf will ich vielleicht einfach auch nochmal so eingehen. Also das ist wirklich alles handgemacht. Die Stempel sind alle handgemacht, dann andere Inhalte natürlich auch. Und dann muss der Kalender natürlich irgendwie verpackt werden, denn dieses Häuschen, das kommt ja nicht so irgendwo aus der Maschine raus. Denn vom Inlay müssen die 24 Fächer bestückt
gedrückt werden, in der Reihenfolge, wie ich mir das überlegt habe. Und dann muss noch die Außenhülle gefaltet werden und beides muss natürlich auch noch zusammengeschoben werden, sodass dann, ja, dieser tolle Kalender bei rauskommt. Hinter so einer Kalenderproduktion steckt wirklich wahnsinnig viel Aufwand. Der Kalender ist das größte und aufwendigste Produkt dieses Jahr und es steckt einfach wirklich so viel Aufwand dahinter. Daher gibt sich auch der Preis auch so, ich meine, alles ist in den letzten Jahren wahnsinnig teuer geworden, aber ich habe trotzdem den Inhalt nochmal getoppt und wollte euch einfach nur nochmal zu verstehen geben, dass der Kalender an sich das eine ist, aber auch der Aufwand, das Ganze zu produzieren und zu verarbeiten. Der Weg ist ein langer, bis das so am Ende bei euch ankommt. Und zur Kalenderbefüllung hatte ich ganz viele fleißige Schäfchens da. Eine fleißige Herde sozusagen, die den Kalender befüllt haben. Ihr bekommt sozusagen ein Produkt, was komplett made in Germany ist und zum allergrößten Teil made im Schafstall. Ich dachte mir, ich gebe euch einfach mal einen kleinen Einblick hinter die Kulissen, wie das Ganze so abläuft mit der Befüllung. Also ich passe natürlich auf, dass ihr noch nicht seht, was dann da drin ist. Deshalb kann ich nicht ganz so viel zeigen. Aber ja, es ist wirklich eine Menge zu tun gewesen. Die Inlay-Straße war aufgebaut und dann wurden die ganzen Produkte in den Kalender gefüllt. Und natürlich müsst ihr den Kalender dann anschließend nicht wegschmeißen, sondern könnt ihn recyceln. Zum einen könnte man kleine Kärtchen damit basteln, die man dann verschenkt. Ich habe im letzten Jahr schon mit dem Kalender eine kleine Aufbewahrungsbox gebastelt. Da könnt ihr gerne mal auf meinem Blog oder auf Instagram oder so nachschauen und habe somit die kleinen Affirmationskärtchen aufgehoben. Das heißt, ich habe mir eine Schachtel aus dem Kalender gebastelt und die einzelnen Türchen ausgeschnitten und dann so in die kleine Schachtel reingeschoben, sodass man sich das immer mal wieder in Erinnerung rufen kann. Ja, somit auch einfach eine schöne Erinnerung an den Kalender hat. Und alleine das Gold und alles ist einfach schön anzusehen. Also insgesamt könnt ihr euch freuen, alles baut aufeinander auf und wir werden auf jeden Fall gemeinsam eine tolle Adventszeit haben. Ich habe mir sehr viele schöne Sachen ausgedacht. Ich freue mich auf jeden Fall auch schon eure Ideen zu sehen und was ihr so alles damit macht. Denn ich kann natürlich nicht zu jedem Produkt 10 Beispiele filmen, das wären ja dann ganz schön viele Beispiele. Aber zu jedem Tag gibt es mindestens eins. Somit kann man sagen, ihr bekommt nicht nur einen Kalender mit 24 Produkten, sondern es gibt zusätzlich ja noch die Affirmation und ganz schön viel Content, der euch dann durch die ganze Adventszeit führt. In der Infobox verlinke ich dir direkt den Weg zur Landingpage vom Adventskalender. Dort gibt es auch nochmal ein paar Kundenrezensionen und ein paar andere Blicke hinter die Kulissen. Da habe ich noch ein paar Bilder dazu gemacht und da könnt ihr euch auch nochmal das Design ganz in Ruhe anschauen und alles in Ruhe durchlesen. Falls ihr trotzdem noch Fragen habt, dann schreibt mir sie einfach super gerne in die Kommentare. Dann kann ich da nochmal drauf eingehen. Ja, und dann würde ich sagen, der Adventskalender 2023 ist ab sofort vorbestellbar. Schaut super gerne meinem Shop vorbei. Ich habe auf jeden Fall für die ersten Tage und ich sage mal vorsichtig Wochen genügend da, aber die Anzahl ist festgelegt. Das heißt, wenn er ausverkauft ist, dann kann ich auch nicht nochmal nachproduzieren. Das heißt, wenn er weg ist, ist er weg. Ihr müsst nicht überstürzt bestellen, keine Panik. Ihr könnt in Ruhe schauen, was ihr noch dazu bestellen möchtet. Schaut in die Liste, was ich euch noch aufgeschrieben habe. Schaut, dass ihr genügend Stempelfarben da habt, auch in den Farben, die euch gut gefallen. Und von der Sache her ist das, was sonst noch an Farbe drin ist, auf jeden Fall mit jeder Farbe kombinierbar. Es wird gut aussehen. Ich freue mich auf jeden Fall, euch alles zu zeigen. Ich würde natürlich gerne am 1. Dezember alles aufreißen und euch schon alles zeigen. Aber auch ich werde geduldig sein und ja, euch dann Stück für Stück dran teilhaben lassen. In diesem Sinne, ich freue mich natürlich wahnsinnig, wenn ihr Teil vom Merry Christmas Kalender werdet und wir gemeinsam eine tolle Adventszeit haben. Und schaut auch super gerne in den nächsten Wochen auf meinem YouTube-Kanal vorbei, denn da werde ich euch ein paar Weihnachtsprojekte mit Produkten aus dem Kalender vom letzten Jahr zeigen, denn da habe ich auch immer noch nicht veröffentlichtes Material und das werde ich euch dann auf jeden Fall in den nächsten Wochen zeigen, sodass ihr schon mal so ein bisschen weihnachtlich eingestimmt werdet und die Vorfreude auf den 1. Dezember steigt. In diesem Sinne, ich freue mich, wenn ihr dabei seid und würde sagen, Merry Christmas, ihr Lieben!